Willkommen zurück zu Uncharted 4, Thief's End. Ja, wir haben uns wiederholt mit Elena, beziehungsweise Elena hat uns gesund gepflegt. Und jetzt ist Drake bereit, beziehungsweise Nate bereit, seinen Bruder zu retten. Wir haben letzten Part ein schönes Gespräch zwischen den beiden erlebt und auch einen Blick in dessen, ja, Ausflug in das Haus ihrer Mutter. Und ja, dann kam die Polizei und wir haben noch ein bisschen was aus dem Leben von den beiden erfahren. Ja, und jetzt müssen wir das andere Brüderchen zurückholen. Nämlich Sam. Da oben. Ich habe mir den Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Ja, da oben. Ja, hier. Tja, diesmal muss Elena uns helfen. Aber das kennen wir ja schon. Und? Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Ja klar, aus der Luft. Nicht unglaublich, oder? Ich habe nämlich alles gesehen. Ich wollte vor allem. Klar. Durchaus verständlich. Das ist durchaus verständlich, dass Elena gerade nach Nate gesucht hat. Und hat dir Sully alles erzählt über diesen Ort? Ja. Henry Avery. 400 Millionen. 12 Gründer. Hunderte Sieben. Sie ungefähr? Ja, das umreißt es ganz gut. Okay, das heißt, Elena ist ganz gut informiert über das Ganze und über die Siedlung. Ja, und jetzt müssen wir quasi nach New Devon und Brüderchen retten. Ist hier oben noch irgendwo was? So. Na, dann weiter geht's. Okay, wo können wir denn noch lang latschen? Hier drunter der Wasserfall was? Ja, das ist wirklich erfrischend, ja. Na bitte, da kriege ich dich hoch. Super. Okay. Wenn sie dann schon mal vorgeht, wahrscheinlich. Ach nein, Elena wird schon nicht vorlaufen. Schau mal, ob du was Brauchbares findest. Ja. Ja. Ich schwimme mal eine Runde, während du etwas findest. Danke.
Das ist eine interessante Fähigkeit. Und ich denke mal, Tomb Raider-Fans werden jetzt an das Gleiche denken, wenn sie das sehen. Die Fähigkeit mit dem Greifhaken. Aus den PS2-Teilen. So, wir wollen aber da hoch. Also ziehen wir das Ding mal richtig ran. So, das dürfte reichen. Okay, wie mache ich das jetzt? So, da lang wahrscheinlich. Das ist eine schöne Sprungverlängerung. Und dann passt das schon. Wow. Hey, guter Sprung! Nicht schlecht, was? Super, nicht so eine Frau zu verärgern. Man kann sagen, was man will, aber Alan hat was drauf. Alles klar! Halbwegs! Alles unter Kontrolle! Versuch hier hochzukommen! Ja! Da lag gerade ein Schatz drüben, aber. Ich weiß nicht, habe ich das verkackt jetzt, den Schatz, oder? Ich glaube, ich habe ihn verkackt. Aber wer kann denn noch sowas ahnen? Dass genau sowas passieren würde. Zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Meine, wer weiß, ob der jemand. Oh, oh, so viel dazu. Hm. Nach oben? Na, der bröckelt aber ganz schön, der Aufzug. Tja, dachte ich mir nämlich schon. So. Weißt du, wir sehen uns einfach oben. Und wohin jetzt? Ach so, dahin. Nö, ich glaube, an den Schatz komme ich jetzt nicht mehr ran. Wie sollte ich auch? Der ist schon meilenweit entfernt. Naja. Man kann eben nicht alles haben. So, verstehe. Moment, da drüben geht's auch noch lang. Wohin führt denn das? Ja, da möchte ich gerne hin. Das denn jetzt funktionieren sollen. Wie hätte das jetzt funktionieren sollen?
Dreht sich gerade die Kamera ein bisschen blöd. Ich habe keinen Plan, wie das funktionieren sollte. Wie das hätte funktionieren sollen. Weil es schwingt ja in eine komplett andere Richtung. Na gut, dann gehe ich halt den anderen Weg. Knapp. Okay, wo geht es zum Auto? Von weiter oben können wir es leichter finden. Ja, gute Idee. Von hier aus komme ich wahrscheinlich zu dem Schatz runter. Okay, für den Schatz müsste ich aber noch mal. Was müsste. Oder wie müsste ich denn dann. Wo geht es zum Auto? Oder habe ich den Schatz jetzt behalten? Ja, gute Idee. Okay, der ist eingesammelt. Das ganze Ding wird von dem Wasserrad da unten betrieben. Eine Meisterleistung für ein paar Piraten. Hätte es sehen sollen, was er in Schottland gebaut hat. Ich meine, da war ein. Moment, du warst auch in Schottland? Ja, ich meine, der letzte Ort, an dem Avery. Entspann dich. Sally hat's mir erzählt. Nate schon völlig nervös, wenn es darum geht. Hier geht's nicht weiter anscheinend. Aber hier geht's hoch. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Schöne Landschaft übrigens. Gefällt mir die ganze Kulisse hier. Echt nice aus. Wow. Es gibt ein kleines Problemchen. Der oben ist gefährlich.
Wieso schießt du denn nicht? Oh Nate, er steht direkt vor dir und du schießt nicht. Boah. Ich könnte mir manchmal echt eine Facepalm geben. Was soll denn das schon wieder, Nate? Steht direkt vor dir und du schießt nicht. Naja. Ich, ne, nein, ich habe keine stärkere Waffe. Ich will natürlich erst holen, da Nate ja seine ganzen Waffen verloren hat während des Sturzes. Klappt also nicht. Von da klappt's auch nicht. Na schön. Das habe ich mir nicht eingebildet. Hier ist nichts. So, ich muss eine stärkere Waffe. Das Rattern gefällt mir gar nicht. Ja, so eine beschissene Stelle.
Runter. Zack. Okay. Sniper ist immer gut. Volltreffer. Okay, nichts wie weg hier. Hey, siehst du einen Weg raus? Flussabwärts. Bei den Fällen ist eine Öffnung. Sind da irgendwelche Schätze drin in den Kisten? Oder sowas? Perfekt eingepackt. Gut, aber ich würde sagen, das war's für diesen Part von Uncharted 4 Thief's End und bis zum nächsten Mal.